Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Backen einfach und schnell. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du diesen fruchtigen und super leckeren Apfelstreuselkuchen aus Dinkelvollkornmehl selber machen kannst. Der Kuchen ist super einfach und schnell in der Zubereitung. Alle Zutaten und Mengenangaben findest du wie immer sowohl im Video als auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zum Rezept. Ich benötige 200 Gramm Dinkelvollkornmehl, 2 gehäufte Esslöffel Zucker, 120 Gramm kalte Butter, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, Zitronenabrieb, eine Zitrone und Prise Salz. Alle Zutaten werden in einer Rührschüssel gut vermengt und zu einem homogenen glatten Teig verarbeitet. Ich mache es mit den Händen, du kannst aber auch eine Knetmaschine oder Handrührgerät benutzen. Wenn der Teig fertig ist, wird er direkt ausgerollt. Deshalb ist es wichtig, dass du kalte Butter nimmst und nicht zu lange knetest. Falls der Teig doch an der Arbeitsfläche oder an dem Teigroller kleben bleibt, kannst du beides bemehlen. Die Backform habe ich schon vorbereitet, sie ist 28 cm im Durchmesser und die habe ich schon eingefettet. Meine Backform hat übrigens einen sehr praktischen, herausnehmbaren Boden. Der ausgerollte Teig soll um einige Zentimeter größer sein als die Form selbst. Auf meinem Kanal gibt es noch ganz viele andere leckere und fruchtige Backideen. Wenn du meinen Kanal abonnierst, würdest du mich sehr unterstützen. Mit Hilfe von der Teigrolle verlege ich den Teig in die Backform. Verteile ihn gleichmäßig. Gleiche die Ränder aus, an den Stellen, wo es zu viel ist, zupfe ich ab und setze ihn da an, wo er fehlt. Der Teig kommt jetzt in den Kühlschrank und ich bereite währenddessen noch die Streusel und die Füllung zu. Für die Streusel nehme ich 120 Gramm Dinkelmehl, 60 Gramm Butter, 100 Gramm rohe Marzipanmasse, 2 Esslöffel Zucker. Alle Zutaten verarbeite ich mit den Händen zu Streuseln. Wie du schon gemerkt hast, habe ich für die Streusel normales Dinkelmehl genommen und für den Boden Vollkorn-Dinkelmehl. Hier kannst du variieren und für beides zum Beispiel nur normales Dinkelmehl benutzen. Die Streuseln kommen auch in den Kühlschrank und ich mache jetzt die Füllung. Für die Füllung benötige ich 3 Esslöffel Zucker, etwa 1 Kilo Äpfel, frisch ausgepressten Zitronensaft, eine Zitrone und 4 Esslöffel Speisestärke. Zuerst entsafte ich die Zitrone direkt in den Kochtopf. Dann werden die Äpfel gewaschen, entkernt, geschält und in kleine Würfel geschnitten. Die Äpfel sind auch schon im Kochtopf, dazu kommen noch 3 Esslöffel Zucker. Das Ganze wird gut umgerührt und bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten köcheln lassen. Nach etwa 10 Minuten vermenge ich etwa 50 ml kaltes Wasser mit 4 Esslöffel Speisestärke. Alles gut umrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Die Masse den Äpfeln hinzufügen und unter ständigem Rühren noch 2-3 Minuten köcheln lassen. Durch Speisestärke wird die Füllung angedickt. Nun wird der Kuchen zusammengesetzt. Zuerst steche ich den Kuchenboden mit der Gabel durch. Dann kommt die Apfelfüllung hinein, wird mit dem Teigschaber gleichmäßig verteilt und glatt gestrichen und schließlich verteile ich die Streusel darüber. Der Kuchen kommt in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 40 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Behalte den Kuchen im Auge und wenn du merkst, dass er zu dunkel wird, kannst du ihn die letzten 10 Minuten mit der Alufolie zudecken. Nach etwa 40 Minuten ist mein leckerer Apfelkuchen fertig. Den lasse ich noch komplett abkühlen und schneide an. Sehr fruchtig und saftig ist er geworden. Und noch mit Marzipan. Lecker! Wenn du den Kuchen nachbackst, schreib mir in die Kommentare, wie er dir gelungen ist. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass noch dein Like und dein Abo da und teile das Video mit deinen Freunden. Tschüss, bis zum nächsten Video.